Herzlich willkommen, Alexander Bater von der Düsseldorfer EG und Mo Müller von den Kölner Haien. Freut mich sehr, dass ihr hier bei mir seid im Kühlbox-Studio. Mo Müller, was müsste passieren, dass du für die Düsseldorfer EG spielst? Ja, also jetzt würde mir nichts mehr einfallen, was da passieren könnte. Wenn die DEG der einzige Verein ist, der dieses Jahr gesagt hätte, dass er Eishockey spielt, da hätte ich vielleicht geschaut, ob ich da irgendwie mitspielen kann, aber dann hätte es wahrscheinlich auch nicht geklappt. Deswegen denke ich. Sag niemals nie, ne? Ja, sag niemals nie, aber ich denke, da bin ich doch sehr dicht an einem Nie dran. Alex, die Frage ist selbstverständlich an dich auch. Was müsste passieren, dass du für die Kölner Haie jemals spielen würdest? Ja, da ich ja schon ein bisschen älter bin, glaube ich, kommt es auch gar nicht mehr in Frage oder es wird gar nicht mehr zustande kommen. Ich hatte oft die Gelegenheit oder ein paar Mal zu den Haien zu gehen, aber irgendwie hat nie geklappt. War zu wenig Geld oder was? Nee, hat nichts mit Geld zu tun. Ja, wann hättest denn du zu den Haien gehen können, Alex? Wann war denn das? Viermal. Viermal? Viermal. Alex, hallo. Ja, also, Antwort bitte. Ja, das haut schon. Ja, das haut schon hin. Das erste Mal war, glaube ich, Hans Zach. Als ich von Berlin weggegangen bin, da habe ich mich für Hamburg entschieden. Das habe ich dann auch erst so ein bisschen im Nachhinein erfahren, dass die Haie mich haben wollten. Und dann so im Laufe der Jahre, als ich in Hamburg war, als ich von Hamburg nochmal weggegangen bin, es gab immer Kontakt, aber irgendwie hat es nie sollen sein. Ja, lag es dann am Mo Müller, dass du nicht nach Köln gegangen bist? Soweit würde ich nicht gehen, aber vielleicht hat er da auch das eine oder andere war dafür verantwortlich, dass ich vielleicht doch nicht zu den Haien gegangen bin. Nein, Spaß beiseite. Irgendwie hat es nie zustande gekommen. Ich habe mich aber natürlich immer sehr geehrt gefühlt, dass die Haie an mir interessiert waren. Alle Spiele der Penny DEL live. Nur bei Magenta Sport.